Neue Post. Und damit willkommen zurück, Klonk, zu Pokémon Mystery Dungeon. Was kriegen wir denn? Wir kriegen einmal, okay, ja, nehmen wir mal an, warum nicht? Nummer 8, Wunder Orbs, das lesen wir mal kurz vor. Wunder Orbs haben unterschiedliche Effekte. Flee Orbs etwa ermöglichen es dir aus Dungeons zu fliehen oder ohne Items und Geld zu verlieren. Schlaf Orbs hingegen erweisen sich vor allem dann nützlich, wenn du umzingelt bist, da sie alle Gegner im Raum in Schlaf setzen. Ideal also, um völlig gefahrlos auszuteilen. Und Nummer 9, nutze Zweige gegen Supergegner. Eine nützliche Taktik im Kampf gegen Supergegner besteht darin, sie mit einem Schlafzweig in Schlaf zu versetzen oder sie mit einem Konfusionszweig zu verwirren. Um den Effekt auszulösen, musst du nur den jeweiligen Zweig in Richtung des Gegners. In Richtung des Gegners schwingen. Das geht auch als aus der Distanz, solange eine gerade Linie zum Ziel besteht. So, wir wollen nämlich heute den neuen Berg erklimmen, wo Xahatu auf uns wartet. Doch bevor wir das tun, möchten kurz ein paar Sachen lagern und mitnehmen. Muss ich kurz gucken. Wir haben neue Items nämlich bekommen. Die beiden brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch nicht? Das brauchen wir auch nicht. So, das können wir schon mal weg. Und dann abholen. Was haben wir denn alles bekommen? Erhöht die Spezialverteidigung seines Trägers, sodass Spezialattacken ihm weniger Schaden zufügen. Ja, das nehmen wir mal mit. Alertoscope. Sieht ja voll lustig aus. Schützt seinen Träger vor den Zuständen Schlafgehen und Nachtmahl. Okay, krass. Top-Elixier haben wir sehr viele. Okay. Nehmen wir mal Calcium mit. Stärkebrause hört sich cool an. Genauigkeit können wir nicht mitnehmen. Okay. Dann setzen wir das mal kurz ein. Und Zink-Bandana nicht wegwerfen. Nichts wegwerfen, ja. Calcium können wir doch schon mal Was, man kann ihn nicht einsetzen? Warum nicht? Dann machen wir das halt im Level drin, im Dungeon drin. Wie auch immer. Let's go. Die Riesenschlucht. Da wollen wir hin. Joi. Items geben. Doch, jetzt kann ich es machen hier. Hier, Pikachu, trag mal ein richtiges Item. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert mit dem Orb, wenn das dann nicht so richtig getragen wird. Also wenn das dann wirklich getragen wird und nicht einfach so im Inventar. Ach, ihr wisst, was ich meine, egal. Aufbrechen, let's go! Und jetzt kommt immer noch ein richtig geiler Soundtrack. Das ist also die Riesenschlucht. Von hier gelangt man zum Berg der Vorzeit. Spitzer sagte, dass der Zugang zum Berg der Vorzeit auf Ebene E13 liegt. Dort sollte sich Xatu aufhalten. Nur strengen wir uns an. Okay, let's go. Riesenschlucht E1. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Und die Musik erst. Die ist so episch. Oh mein Gott, sind die stark. Aber egal, davon lassen wir uns nicht blenden. Oh Gott, noch ein Du. Killt es bitte. Danke. So, Money wollen wir aufsammeln, gut. Das können wir auch sammeln. Oder auch nicht. Super. Aber warte, wir können da schon mal die Items einsetzen. Die ich ja eigentlich verteilen wollte. So, Spezialangriff erhöhen. Okay, Pikachu hat einen guten Spezialangriff, deshalb brauchst du es nicht. Ich habe aber schlecht, also gebe ich es mir. Calcium, lecker. Super.
Stärkebrause. Aha. Das verstehe ich nicht ganz, aber benutzen wir mal, falls wir in Bedrohli sind, mit ganz vielen Gegnern oder so. I don't know. Bam, nice. Das nehmen wir mal auf, super. Du, nimm ein Schlammbad, du blödi Mann, du. Alter, wie viel Geld es hier gibt. Alter, wäre ich ja noch reich, du. Ja, Pikachu holt schon das eine da. Nimm mir das. Und das holst du dir. Okay, super. Schon aufgeteilt, ne? Oh, ein Giflor? Oder ist es Duflor? Es ist Giflor. Okay, wir sind tot. Hilfe, Pikachu! Okay, Magnetila hat's verdient. Beep, beep. Bzzz, bzzz, level up. Super. Oh, Lichtschild. Also. Versetzt den Anwender und dessen Milchreiter im Raum in den Zustand Lichtschild, wodurch Schaden durch Spezialattacken des Gegners abgemindert werden. Ja, also Tackle brauchst du ja nicht, du, ne? Deshalb können wir da gerne tauschen. Warum nicht? Können wir was Neues ausprobieren? Guten Tag. Hubbelupf, glaube ich, hieß das, oder? Ja, Hubbelupf. Oh, nice. Pushy. Push, push, push. Das ist immer schön, so ein Push, push. Hey, was geht? Bam. Bist verwirrt, bra? Zah. Erst bei E3 sind wir. Damn. Das dauert ja lang. Oh, ja. Das war jetzt nicht so lang, aber naja, passiert. Oh, ein Karpilz. Okay, habt's. Ihr habt's drauf, Leute. Killt es. Bam. Ey, was willst du? Ich wollte gerade sagen, guckt's mich so an, als würde es mich schlagen wollen. Versuch's doch erstmal. Hey, 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 Kai Kramworks. Dann willst du dich mal entwickeln zu Kramchef? Dann kannst du vielleicht auch was. Oh, Geld. Nice. Geld ist immer gut. Wir wollen nämlich am Ende des Spiels alle Camps haben, denn ich möchte versuchen, 100% in diesem Spiel zu sammeln. Bedeutet, ich möchte alle Pokémon rekrutieren. Also, es ist zumindest das, was ich versuchen möchte. Das heißt nicht, dass ich es mache. Aber ich werde es versuchen. Ja, aber wenn manche irgendwie eine Prozentchance von 1 haben und man kann es nicht erhöhen, dann ist schon mies. Dann weiß ich nicht, ob ich das machen will. Es gibt ja übrigens auch Shinies in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob es von jedem Pokémon Shiny sind und wie die Chancen sind. Das ist wahrscheinlich, wenn das Spiel, das Video hier raus ist, wird wahrscheinlich schon bekannt sein. Aber ich nehme das ja gerade noch am Release auf. Ich nehme heute am Release und morgen und vielleicht auch übermorgen, oh verdammt, das meiste auf. Ich bin ja mega gehypt auf das Spiel und so. Zack, Stellen, bam, bam. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Shinies in dem Spiel. Und ich werde vielleicht, vielleicht werde ich Shiny hunten. Aber das ist erst ein Gesprächsthema, sobald ich alle, also meine Ziele erfüllt habe, erreicht habe, ja. Alle Pokémon zu rekrutieren. Du, du, bam, Noctus gar, du, verfehlt, genau. Ach man, was ein Blödsinn. Ah, hier oben. Also Geld, 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 Geld. Nimm das Geld, Leute, nimm das Geld. Nice. Und Rainer. E7. Oh ja, das Spiel macht so Fun. Es gibt wirklich Reviews, die sagen, ja, also, das Spiel ist zwar gut, hat eine gute Story, hat einen guten Soundtrack, das Spiel ist allgemein super, gute Grafik. Aber ich mag das Gameplay nicht, ich mag die Grafik, ich mag so das Genre nicht, diesen Dungeon Crawler Genre, das mag ich einfach nicht. Ich habe mir das Spiel nur geholt, weil der Pokémon oben drauf steht und ich mag den Genre einfach nicht, 6 von 10. Ja, es gibt wirklich Leute, die sagen nur, deswegen 6 von 10. Und das sind sogar bekannte Leute unter anderem. Oh, Leute, Gabels! Ja, moin! Oh, den Pilzwart habe ich nicht.
Ja, du kannst mal mit bei uns sein, aber ich weiß nicht. Oh, Wurf-Item Plus erhöht für alle. Okay, wahrscheinlich irgendwas mit... Ja, ich weiß. Oh, Level Up für mich sogar. Level 18. Nice. So, wie ich bereits sagte, es gibt wirklich Leute, die sagen einfach, das Spiel ist eine 6 von 10. Nur, weil die einen Dungeon Crawler nicht mögen. Aber sich das Spiel trotzdem gekauft haben. Obwohl ich wieder denke, das ist genauso, als würde ich... Weiß ich nicht. Als würde ich ein Puzzlespiel holen. Und dann sagen... Was? Abgangsbund? Oh nein. Oh nein! Warte, es gibt... Einen Moment! Warum gibt es ja Abgangsbund? Warte, leben wir jetzt noch? Weil wer kriegt... Oh, Pikachu kriegt Level 14. Super. Nice. Ich bin gerade voll verwirrt. Stirbt jetzt jemand? Wegen Abgangsbund? Nein, anscheinend nicht. Okay. Lol. Oh, Money. Money. Ja, das würde man ein Puzzlespiel holen. Nur weil da oben drauf steht Pokémon. Pokémon Puzzle ist gerade neu. Und du denkst dir so, ja, die Story ist cool. Gameplay ist cool. Und so, Grafik cool, aber ich mag das Genre nicht. Ich mag halt nicht so, wie das Spiel spielt. Alles immer das gleiche. 6 von 10. Es ist einfach lächerlich, dass Leute diesem Spiel eine 6 von 10 geben. Es ist für mich jetzt schon mindestens eine 8 von 10, Leute. Das Spiel kann noch besser werden. Das Spiel kann für mich noch eine 9 von 10 werden. Je nachdem, wie die den Rest des Spiels gehandelt haben. Am Boden versteckte Fallen werden sichtbar. Okay. Das ist doch cool. Oh mein Gott, wie viel Geld. Oh, Scaraburn. Bam. Kill this. Zech. Kann ich nachgucken, wie viel... Ja, ich kann nachgucken, wie viel Geld ich habe. Ich bin am überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar, Knuddeluff rufe. Ich habe ja noch den Orb dabei. E9! Da kann ich nämlich Karpels behalten. Und vielleicht kann ich sogar einen Scaraborn hier... Also, wenn ich auf jeden Fall... Also, wenn ich gleich einen Scaraborn hier bekommen sollte, dann werde ich auf jeden Fall den Orb benutzen. Dann auf jeden Fall. Oh, oh. Damn. Sahan. Aber könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Das ist... Ich finde das einfach lächerlich mit der Bewertung. Warum singt man dem Spiel eine 6 von 10? Selbst im Original haben manche Leute eine 6 von 10 gegeben. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Nö. Nicht ansatzweise. Oh, ich brauche Hunger. Habe ich dir gar nicht gemerkt. Dann erstmal schnell einen Apfel. Njam. So, ich würde sagen, Pikachu darf da mal kurz nach vorne, weil ich habe Hunger und deshalb, ja. Nice. Ach, der Soundtrack ist einfach so episch. Der Beste kann der kaum werden, der Soundtrack. Ja, so geil ist er, ja. Ja, 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 so geil ist er, ja. Du. Wahrscheinlich da unten, oder? Hier oder so. Na komm, gib mir endlich das Ziel. Da ist es. Nee, ich kämpfe nicht gegen Hunemon. Kein Bock. Blong, 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 E11. Dead. He is a dead boy. Oh oh, Ariados. Oh nein, es hat sich gepusht. Das könnte schlecht enden, du. Da wäre nicht so geil. Oh, oh Gott. Uwa! Ich habe ehrlich gedacht. Oh, verdammt. Am Anfang habe ich mir gedacht, als das Spiel revealed wurde, dass diese Texte die ganze Zeit, die könnten doch wirklich richtig nervig werden. Nach einer Zeit. Aber tatsächlich sind sie nicht ganz so nervig, wie ich mir eigentlich gedacht habe. Was natürlich gut ist. Ja, ist kein schlechtes Ding. Natürlich ist es gut.
Oder wie findet ihr das? Also ich finde jetzt nach mehreren Stunden Spielzeit nicht so schlecht. Nicht so schlimm. Ja. So. Warte, wer braucht's denn? Ich brauch's. Ja, ich brauch's. Schlammbad. Zack. Nice. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Bam, bam, oh Gott, noch ein Gegner. Was ist das denn für Blödsinn? Gilt es einfach, danke. Apfel. Den esse ich gleich mal. Nice, perfekt. Oh, oh, oh. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Weiter geht's. E12. Und da ist ein weiteres Hundemon. Igelsam. Ich bin Pflanzen-Pokémon, das ist nicht so gut. Der ist effektiv gegen mich. Bam. Bam. Alter, mein Team ist so stark. Vielleicht sollte ich Kapitz doch eine Chance geben. Ich meine, ich habe ja jetzt genug Geld eigentlich. Egal welches es ist. Ich könnte Kapitz behalten. Es würde sich eigentlich. Würde es sich lohnen? Aber ich kann doch meinen Knilz auch einfach entwickeln. Oder nicht? Dann brauche ich doch Kapitz gar nicht. Ich kann doch mein normales Knilz entwickeln lassen. Zack! So denke ich übrigens bei jedem Pokémon-Spiel. Ja, komm, machen wir einfach weiter. Da wären wir. Wir haben es bis nach ganz oben geschafft. Das ist also der Berg der Vorzeit. Schau mal, dort drüben! Xatu! Mike, ist das Xatu? Ja. Entschuldigung, bist du vielleicht Xatu? Hä? Hallo? Vielleicht kann er uns nicht hören? Hallo! Hallo! Es ist zwecklos. Er regelt einfach nicht. Vielleicht ist er ja im Stehen eingeschlafen. Was machen wir denn jetzt, Mike? Kitzel ihn doch mal. Was? Kitzeln? Gut, ein Versuch ist es wert. Kitzel, kitzel. Kitzel, 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 kitzel. Vielleicht ist es einfach nicht kitzelig. Kitzel, 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 kitzel. Das ist nicht Mike. Er reagiert nicht. Hä? Es hat funktioniert. Er lacht. Vielleicht ist er einfach etwas langsam. Die Sonne, sie versinkt am Horizont. Fürwahr, mein Name ist Xatu. Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Ich sehe Außergewöhnliches in euch. Identität erkannt? Das ist vielleicht etwas übertrieben. Oh, die Musik, oh mein Gott. Keineswegs, ich weiß es genau. Du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist ein Mensch, nicht wahr? Was? Woran hast du das erkannt? Ich bringe die Tage damit zu, den Stand der Sonne zu verfolgen. Deshalb habe ich die Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. So wie Celebi. Wenn du etwas weißt, dann sag es uns bitte, Xatu. Das ist mein guter Freund Mike. Eines Morgens ist er aufgewacht und war ein Pokémon, ohne Erinnerung an sein Leben als Mensch. Xatu, du kannst uns etwas dazu sagen, oder? Bitte erzähl uns, was du weißt. Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es derer viele. Es geschehen, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Deine Verwandlung in ein Pokémon, sie hängt untrennbar mit diesem Ungleichgewicht zusammen. Dass Mike zu einem Pokémon wurde, hängt mit den Naturkatastrophen zusammen? Was?! Wie meinst du das? Was hat Mike mit den Katastrophen zu tun?
Wie hängt das Ganze zusammen? Warum schweigst du plötzlich? Komm schon, erklär's uns. Ich fürchte, es gibt Dringenderes. Das Gleichgewicht der Welt, es muss wiederhergestellt werden. Oder das Undenkbare wird unsere Welt heimsuchen. Was? Meinst du das ernst? Was Undenkbares wird die Welt heimsuchen? Jeden Tag sehe ich dieselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Xatu? Ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Welt? What the hell? Wer hat das gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Dieser Mike ist also ein Mensch. Interessant. Sehr interessant. Und wir haben es geschafft. Mehr wird nicht gesagt. Und Kapitz, sorry, Bro. Vielleicht ein anderes Mal. Am nächsten Morgen. Dum 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 du, la 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 la. Alles happy und fröhlich, la la. Guten Morgen, Mike. Geben wir auch heute wieder unser Bestes. Aber vorher muss ich etwas fragen. Was hältst du von dem, was Xato gestern gesagt hat? Bereitet dir das Sorgen? Ja, schon etwas. Ja, das sagte ich mir schon. Das Gleichgewicht der Welt ist gestört. Und es soll etwas damit zu tun haben, dass du zu einem Pummel wurdest. Außerdem ist dieses Ungleichgewicht für die Naturkatastrophen verantwortlich. Und das Schlimmste daran ist, die Welt soll zerstört werden, wenn das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird. Ich möchte helfen, aber eine Sache verstehe ich nicht. Dieses Gleichgewicht der Welt. Was ist das denn überhaupt? Weißt du vielleicht, was das bedeutet? Na klar. Hm? Was, echt? Du weißt es, Mike? Bitte erklär's mir! Was ist das Gleichgewicht der Welt? Man findet es im Weltall. Im Weltall? Da, wo die Sterne und der Mond sind? Meinst du dieses Weltall? Irgendwie bin ich jetzt noch verwirrter. Wo genau im Weltall befindet sich denn das Gleichgewicht der Welt? Keine Ahnung! Wie bitte? Das ist nicht lustig! Hör auf mit diesen Witzen! Das war kein Witz, ich meine das... okay. Dann weißt du also auch nichts darüber, Mike. Ich habe absolut keine Ahnung, was das Gleichgewicht der Welt sein soll. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich denke, wir müssen einfach tun, was wir können. Eines nach dem anderen. Mag sein. Hm? Worüber reden die? Was? Ja, ich bin schockiert. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das wäre ja kaum zu glauben. Hallo, worüber redet ihr? Ihr kennt doch die Legende von Vanuna. Na, ihr wisst schon, diese alte Geschichte. Hä? Legende von Vanuna? Was für eine Legende ist das? Was? Ihr kennt die nicht? Naja, ihr kennt auch Simsala nicht, also kein Wunder. Dieses alte Märchen, dass man verflucht wird, wenn man einen von Vanunas Schweifen berührt. Alle dachten, dass das nur eine Legende sei. Aber in letzter Zeit wird gemunkelt, dass da doch was Wahres dran sein könnte. Naja, es ist immer noch nur ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde nicht viel drauf geben. Von Gerüchten halte ich persönlich nicht viel. Wenn ihr mehr über die Legende von Vanuna erfahren wollt, dann solltet ihr einen Pokémon namens Welsa fragen. Er kennt die Geschichte gut. Ihr findet ihn da drüben, in seinem Teich. Besucht ihn doch mal, wenn ihr mehr wissen wollt. Das wäre eine gute Idee, das sollten wir mal machen. Warum kann man hier eigentlich nicht rein? Konnte man im Original hier auch nicht rein? Ich kann mich gerade nicht ganz erinnern, wie es da aussah. So, Kangama. Wir haben aber ein paar Sachen, die ne brauch. Obwohl, ist eigentlich jetzt auch egal, oder? Obwohl, nein, warte, wir haben so viele Items, wir müssen Sachen da lagern. Oh Gott. Nein, das wollte ich nicht. Nein. Das wollte ich gar nicht lagern. Ich wollte das wegschmeißen. Weil niemand will einen Samen. Den schmeiße ich kurz weg. Das ist lächerlich. Niemand braucht das. Sammelbox. Samen. Wegwerfen. Ja. So. Sorry. So,
Wir wollen noch ein paar Sachen ablegen. Und zwar die Zweige. Auf die habe ich nämlich keinen Bock. Noch mehr lagern. Haben wir noch einen Zweig? Anscheinend nicht. Oh Gott, wie viele Samen haben wir bitte? Okay, die schmeiße ich kurz alle weg, Leute. Das ist ja unfassbar hier. Zack, zack, zack. Wegwerfen, alle drei. Ja. Nice, okay. Dann gehen wir mal zu Velsa noch. Oh, Raupi und Safkon sind hier. Velsa hat uns alte Geschichten erzählt. Das war toll. Ich liebe Velsas Geschichten. Er weiß so viel. Okay. Oh, ich soll euch von alten Legenden erzählen. Oh, wie war das? Ihr wollt die Legende von Voluna hören? Genau. Oh, also gut. Ich liebe die Musik. Es lebte einst ein Pokémon, das den Namen Voluna trug. Voluna hatte 9 Schweife, denen übernatürliche Kräfte innewohnten. Es hieß, dass der Unglückliche, der einen davon berühren solle, für 1000 Jahre verflucht werde. Dennoch war jemand töricht genug, einen der Schweife zu packen. Dieser jemand war auch noch ein Mensch. Ein Mensch? Ja, ein Mensch. Lass mich weitererzählen. Wie vorhergesagt, sollte diesen Menschen ein 1000-jähriger Fluch treffen. Aber in dem Moment, als der Fluch den Menschen hätte treffen sollen, da schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Sie opferte sich und nahm den Fluch auf sich. Aber warum? Warum hat Gardevoir den Platz des Menschen angenommen? Dieser Mensch war Gardevoirs Partner. Zwischen Menschen und Pokémon können sehr starke Bande bestehen. Verstehe. Aber es gibt doch auch schlechte Menschen, oder? Sehr richtig. Aus Mitleid mit Gardevoir wandte Voluna sich an den Menschen. Möchtest du Gardevoir retten? Fragte er. Doch der Mensch ließ Gardevoir im Stich und floh. Volunas Enttäuschung war so groß, dass er furchtbar wütend wurde. Und er sagte folgendes voraus. Eines Tages wird dieser Mensch als Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch als Pokémon? Und wenn dieser Tag kommt, dann wird die Welt aus dem Gleichgewicht geraten. So endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? So, ihr fandet sie so interessant, dass euch die Worte fehlen, was? Jetzt schaut doch nicht so ernst rein, ihr beiden. Es gibt zwar tatsächlich einige, die behaupten, dass die Legende wahr sei, aber das Ganze ist doch wirklich nur ein altes Märchen, nichts weiter. Wenn ihr die Geschichte noch einmal hören möchtet, dann kommt zu mir. Haben wir vielleicht mit der Voluna-Geschichte zu tun? Sind wir vielleicht der Grund wegen allem? Ich meine, was spricht dagegen? Wir sind doch ein Mensch, der in einen Pokémon verwandelt wurde. Aber waren wir wirklich früher ein schlechter Mensch? Haben wir Gardevoir im Stich gelassen? Aber ihr wisst doch alle, wie Gardevoir aussieht. Hatten wir damals in diesem Traum etwa ein Gardevoir gesehen? Fragen über Fragen. Aber erstmal will ich ein paar Camps kaufen, bevor wir die Folge hier beenden. La 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 und dann in der nächsten Folge irgendwas machen. Was können wir denn noch so machen hier? Okay, nicht viel. Wo ist Zixas? Ah, da haben wir, können wir schon machen, okay. Hunduster wäre doch interessant, oder? Ja, kaufen wir mal das Cliff-Plateau. Tada, Camp Surabia, was alles das da? Tada! Okay, nice. Da-dam, da-da-da-da-dam. Das wäre doch was. Aber es kostet zu viel, lassen wir lieber. Erstmal die billigeren, würde ich sagen. Was mit deinem? Energiewald. Komm, wir kaufen mal den Energiewald, würde ich sagen. Tada! Nice. So. Mondlichtberg 7000. Ey, sag ja lustig. Echo-Höhle, Alter. Nee. Pilzwald. Knilz? Ja, doch. Holen wir uns den Pilzwald. Dann passt mal auf. Tada!
Nice, da haben wir neue Areale. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen, wie diese mysteriöse Geschichte weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX.